er sich hierher und verteidigt österreichische Grundrechte, Menschenrechte in Europa, Freiheitsrechte, auf die wir in Österreich so stolz sind. Wer geglaubt hat, dass das passieren wird, hat geirrt. Ein Bundeskanzler, der sich heute einmal mehr hierher stellt und das vollzieht, was die Bundesregierung die letzten Tage gemacht hat, einen Schlangenkurs gegenüber den Vereinigten Staaten, wo man versucht zu relativieren, versucht auszusitzen, versucht zu schweigen, anstatt dass man kräftig auch sein Wort erhebt, wenn Grund- und Freiheitsrechte in Gefahr sind, wenn man aufgrund der Aussagen des Edward Snowden draufkommt, dass die USA weltweit alles ausspioniert, was sich nur in irgendeiner Form bewegt. Und dann kommen die Abgeordneten von SPÖ und ÖVP heraus, der Herr Gerstl, der Herr Bendel, und argumentieren das mit Terrorismusbekämpfung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich kann nur das noch einmal wiederholen. Ist tatsächlich der Herr Bundeskanzler Werner Faymann, der im EU-Rat sitzt, ein international gesuchter Terrorist? Er ist doch bestenfalls ein nationaler Schreibtischterrorist, aber doch keine gefährliche Person. Nicht einmal in den Institutionen der Europäischen Union. Herr Abgeordneter, Terroristen sitzen in diesem Saal auf keinen Fall. Und ich erteile Ihnen für diese Wortwahl einen Ordnungsruf. Frau Präsidentin, Sie wissen ganz genau, dass die Wahrheit von Ordnungsrufen nicht umfasst werden kann. Da können Sie 100-mal Ordnungsrufe verteilen. Die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Abgeordneten, die hier drinnen sitzen, wissen, was gemeint ist. Und auch die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes haben ein Anrecht darauf, dass in einem Land private Daten sicher sind und nicht den Vereinigten Staaten von Amerika und den Geheimdiensten ausgeliefert werden. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Die EU und Österreich benimmt sich wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange. Amerika zischelt und Europa und Österreich zittert. Das ist das, was wir die letzten Tage erlebt haben. Die USA schnippen mit den Fingern und Europa tanzt. Es ist ja das österreichische Verhalten, das europäische Verhalten blamabel. Edward Snowden stellt einen Asylantrag in Russland, und dieser Asylantrag wird per Fax an die österreichische Botschaft gerichtet. Und was machen die österreichischen Behörden? Sie erfinden alle möglichen Ausreden, um ja nicht diesen Asylantrag behandeln zu müssen. Nein, selbstverständlich muss ein Asylantrag persönlich hier in Österreich ordnungsgemäß mit den Stempelmarken der Republik abgegeben werden. Wenn ein international gesuchter Dissident der Vereinigten Staaten, der für Grund-, Meinungs- und Freiheit hier eintritt, dann noch einen Asylantrag ordnungsgemäß gestempelt hier in Österreich abgeben muss, dann steht es doch im Widerspruch zu Ihrer Asylpolitik. Jeder tschetschenische Terrorist wird hier eingebürgert, sehr geehrte Damen und Herren. Aber wenn es darum geht, jemanden zu schützen, der für unsere Interessen steht, dann knicken Sie vor lauter Angst ein, sehr geehrte Damen und Herren. Aber auch das Theater, und da kann ich dem Kollegen Pilz nur recht geben, das Theater am Flughafen Wien-Schwechat durch die erzwungene Landung des bolivianischen Staatspräsidenten Morales. Ein bolivianisches Flugzeug landet unter der Vorgabe, Treibstoffprobleme zu haben in Wien, und wird daraufhin ganz normal von der Grenzpolizei in Empfang genommen, um eine Passkontrolle durchzuführen. Das ist für mich vollkommen erklärlich. Dass aber mittlerweile bei der Grenzpolizei ein Angehöriger des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung die Sichtvermerke und die Passkontrolle in Wien-Schwechat durchführt, ist mir neu, sehr geehrte Damen und Herren. Und dass dann eine Innenministerin mit absurden Ausreden hier versucht zu argumentieren, was tatsächlich passiert ist, nämlich dass in der Nacht dieser erzwungenen Landung in Wien-Schwechat die US-Botschaft beim Außenministerium angerufen hat und gesagt hat, Freunde, in diesem Flugzeug sitzt Herr Snowden, bitte schaut nach. Und das Außenministerium beim Innenministerium den entsprechenden Auftrag zur Einschau des Flugzeugs gegeben hat, ist doch bitte offenkundig, sehr geehrte Damen und Herren. Die österreichischen Behörden wurden zu Handlangern
der Geheimdienste der US-Staaten abdegradiert. Aber das wundert mich nicht, sehr geehrte Damen und Herren. Das wundert mich nicht, sehr geehrte Damen und Herren. Sie sind in bester Tradition des Herrn Metternich unterwegs. So wie die Amerikaner weltweit ausspionieren, liefern Sie in Österreich mit der Vorratsdatenspeicherung, sehr geehrte Damen und Herren, von österreichischer Volkspartei und von Sozialdemokratie die Vorlage, dass wir in die intimsten Details der Österreicherinnen und Österreicher Einblick nehmen können. Schämen Sie sich für die Vorratsdatenspeicherung, die nichts anderes ist als die Vorlage für weitere Spionagetätigkeit gegen unbescholtene Bürger in unserem Land. Sie sind geistig den Amerikanern um nichts nach, zumindest ideologisch, geistig möglicherweise. Ideologisch sind Sie den Amerikanern um nichts nach. Sie verwenden Terrorismus, das Wort Terrorismusbekämpfung, dafür, dass Sie unter die Tuchen der Österreicherinnen und Österreicher schauen können. Und dann, wenn es darum geht, tapfer und mutig die Freiheitsrechte in Österreich zu verteidigen, dann knicken Sie ein, wie der Bundeskanzler heute einmal mehr, und verstecken sich hinter einer Flut von Gesetzen, hinter einer Flut von Ausreden, die Sie versuchen, hier dem Hohen Haus aufzutischen. Sie haben geistig, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Damen und Herren von SPÖ und ÖVP, Sie haben geistig und moralisch vor den Grundrechten, vor den Freiheitsrechten Europas und Österreich abgedankt. Das kann man heute einmal mehr sagen. Ihnen sind die Botschaftsempfänge beim US-Botschafter zum Unabhängigkeitstag und die angebotenen Brötchen und Buffets offenbar wichtiger, und die wirtschaftlichen Aufträge, die Sie dadurch lukrieren, als standhaft zu dem zu stehen, was Europa ausmacht, nämlich der Schutz der Menschenrechte, der Schutz der Privatsphäre, der uns über alles geht. Schämen Sie sich. Man müsse das Wort erheben, wenn Freiheitsrechte in Gefahr sind, fordert Gerald Groß vom BZÖ. Das Argument der Terrorismusbekämpfung